Hallo Leute und willkommen beim SparMag und willkommen zu unserem Test vom neuen OnePlus 10 Pro. Dem neuen OnePlus Flaggschiff oder ist es das nicht? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Es hat eine 10 im Namen, das muss toll sein. Und ein Pro. Und ein Pro. Dieses Jahr bisher nur ein Modell, also kein OnePlus 10. Und ich muss schon mal vorweg sagen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber da, nachdem wir ja beide das OnePlus 8 Pro und das 9 Pro sehr, sehr geil fanden und wirklich in den Himmel gelobt haben teilweise, glaube ich, wird das dieses Mal nicht ganz so positiv. Das hätte 9T Pro, Pro SE oder wie auch immer heißen. Das wäre ein schönes T-Modell gewesen. Es ist vielleicht so als Einstieg oder direkt vorweg. Also es wird jetzt hier kein wow, es ist wie so oft, ich meine, das hatten wir in dieser langjährigen OnePlus-Geschichte öfter, dass wir uns gefragt haben, warum musste dieses Update jetzt gemacht werden? Das hatten wir bei Nicht-T-Geräten, das hatten wir bei T-Geräten, das haben wir jetzt zum allerersten Mal bei einem Pro-Gerät, wo man sich fragt, musste dieses Gerät denn jetzt wirklich rauskommen? Hätte der Vorgänger zu einem günstigeren Preis oder einfach nur einen neuen Prozessor in den Vorgänger nicht auch ausgereicht? Es ist ein tolles Gerät, gar keine Frage. Ich wäre mit diesem Ding als Daily Driver, wäre ich zufrieden. Absolut. Aber ich frage mich halt als professioneller Smartphone-Nasenbär da draußen, wieso? So, das war so als Einstieg. Und ich würde sagen, du gehst heute mal die Specs durch, mein Lieber. Ich guck mal hier, ich habe das neue OnePlus-Tablet. Da haben wir uns gerade auch noch drüber unterhalten. Sollte es nicht mal ein OnePlus-Tablet geben? Vielleicht ist es dieses Jahr soweit. 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale, 525 ppi Displayauflösung bei der Maximalnummer. Was war das hier? 20 irgendwas zu 9 vorbei. Ja, also wieder ganz langgezogen. Aber auch hier wieder unser 120 Hertz AMOLED-Display mit LTPO, also regulierbar. Ich weiß gar nicht, bis wo OnePlus da geht. Da angeblich 1 bis, also das auch sollte eins. Das gleiche Panel sein wie im Oppo Find X5 Pro. Sehr schön. Snapdragon 8 Gen 1 unter der Haube. Ne? Gibt es wieder in verschiedenen Ausführungen, 8 GB Basisversion, 12 GB RAM in der größeren Version. Wer sich jetzt übrigens fragt hier mit der Farbe, diese grüne Version gibt es nur in der großen Version mit 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Ne, die normale schwarze Farbe auch, aber wenn ihr nur die 128 GB, 8 GB RAM Version kauft oder haben wollt, dann kriegt ihr jede Farbe, solange ihr schwarz wollt. Das vielleicht noch so als kleine Einschränkung. Kameras, guck mal hier. Hasselblatt. Nein. Also dazu kommen wir ja gleich noch. Ja, sie werben wieder mit der Hasselblatt-Partnerschaft. Die haben wir eben übrigens bei OnePlus, Oppo vergessen. Ne? Aber ist noch nicht so prägnant. Sie werben wieder mit dabei Hauptsensor Sony IMX789er. Und wer jetzt ruft, super, und die Weitwinkel ist das auch. Nein, Weitwinkel ist, glaube ich, irgendein Samsung irgendwas. Es ist nicht ganz der gleiche komisch. Sensor. Da wurde das Gerät dieses Jahr beschnitten. Telekamera mit diesem 3,3-fach-Zoom, 8 Megapixel. Das ist so das, was ich noch weiß. Ansonsten haben wir ja schnelleres Laden. Was waren das? Auch 80 Watt Laden und wie beim Oppo. 50 Watt drahtloses Laden und 10 Watt dann Reverse Wireless Charging, meine ich zumindest. USB 3.1 wenigstens als Übertragungsstandard, Stereo-Lautsprecher. Und ich habe hier immer komplett die falschen Seiten offen für die Specs. Das hat mir gar nichts genutzt. Das hat mir jetzt gerade null genutzt. Akkugröße, 5000 mAh. Richtig. Das ist einer von den Vorteilen im Vergleich zum Vorgänger. Keine IP-Zertifizierung. Nee. Die musste. Die ist eingestrichen als Rückschritt vom Vorgänger. So, ich bin durch. MicroSD gibt es nicht. Wir haben Dual-SIM LTE. eSIM hat das Gerät auch, muss man ja positiv erwähnen, wo wir das bei Xiaomi schon nicht haben. Und mehr fällt mir nicht ein. Sag mal was. Hast du gut gemacht. Dann machen wir es wie immer. Wir starten jetzt mit den Pro-Punkten, kommen dann zu den Kontrapunkten. Ich fange an mit dem Design, der Verarbeitung, der Haptik. Also ich muss dir wirklich sagen, optisch gefällt mir das Ding richtig gut. Auch diese grüne Rückseite fühlt sich super angenehm an. Es wackelt oder knarzt nichts. Und es ist halt angenehm leicht im Vergleich zu diesen ganzen Kloppern, wie hier Samsung Galaxy S22 Ultra, mittlerweile ja auch Oppo Find X5 Pro, iPhone 13 Pro Max. Ja. Die wiegen halt nochmal so 20 bis 30 Gramm da mehr. Da merkst du, was Keramikrückseiten und fette Kamerasensoren wiegen. Ne? Aber genau. Das schönes Gesamtpaket, vor allem das ist wieder was, ich bin total bei Franz, Verarbeitung, alles toll. Positive Überraschung, 5000 mAh bei einem 6-7 Zoll Gerät, echt toll. Und sogar etwas macht es sogar besser als ein großer Konzernkollege, der X5 Pro. Die Lautstärkewippe ist nochmal einen Ticken niedriger angeordneter als beim X5er. Also ich komme hier auch an lauter. Zwei so Tasten. Ja, und ja, ich mag das mit den zwei Tasten eigentlich auch, aber ich komme hier nochmal auch an laut. Als Links- und als Rechtshänder relativ gut, dass ich hier nicht umgreifen muss. Und ich werde nicht müde, OnePlus, wo wir jetzt Verarbeitung haben, ich nehme das haptisch auch mit rein.
Vibrationsmotor finde ich auch gut. OnePlus hat sich zwar hingestellt und gesagt, wir haben den toll überarbeitet, ist was ganz Neues. Finde ich jetzt irgendwie nicht so toll. Der ist einfach wieder richtig schön. Und, wo ich auch nicht müde werde, das zweite Jahr, wir haben einen Einhandmodus bei OnePlus. Nein. Der ist endlich da, wirklich? Man kann ihn aktivieren. Ich wische runter. Kauft euch dieses Smartphone. Einhandmodus, dafür lobe ich sie einfach. So, das ist mein positives Ergänzungszeug noch. Also, mehr hast du gar nicht. Doch, ich habe noch viele positive Sachen. Ja gut, okay, dann mache ich mit der Performance weiter. Weil das können wir. Das ist doch mein zweiter Punkt. Ähnlich machen wie bei Oppo. Es ist eigentlich auch komplett identisch. Ja. Die Software ist ja mittlerweile auch fast identisch. Rennt halt einfach. Wie sagen Sie es immer? Gleiche Codebasis. Genau. Aber oben drüber die einen mit Color OS 12, die anderen mit Oxygen OS und. Ey, Performance war seit Jahren eine Stärke von OnePlus und ist es auch hier wieder. Und der Prozessor bleibt auch vergleichsweise kühl. Ja, das ist, die Kiste rennt. Ich habe hier wieder gewohnte OnePlus Performance. Es ist feilschnell, wusch, 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 in Kombination mit dem 120 Hertz LTPO AMOLED Display. Auch das startet schnell. Also performancemäßig echt mega gewohnte OnePlus Performance. Und wo ich das Display gerade hatte, mein nächster positiver Punkt. Display, schönes Display. Ich würde zwar hier und zwar noch wieder motzen und sagen, hey, könnte noch mal ein Ticken heller sein, wobei ich das Gefühl habe, es ist vielleicht im Teil bei Teilen sogar noch ein Ticken heller, aber da wird noch was gehen, aber Blickwinkel, Farben, Kontrast, draufgucken, stundenlang alles Mögliche gemacht, 1A Display. Dann mache ich mit dem Thema Akku und Fast Charging weiter. Also wir haben, finde ich, hier echt eine gute Akkulaufzeit. Ja. Ist auch nochmal etwas besser als beim Vorgänger, weil größere Akku ist ja ganz klar. Also damit komme ich problemlos durch einen Tag und es wird super schnell wieder aufgeladen. Nicht so schnell wie ein Xiaomi 12 Pro, aber ähnlich schnell. Ich glaube, was sind es? 27 Minuten oder so? Eine halbe Stunde knapp. Mit den 80 Watt, auch wireless geht das. Ist einfach eine schöne Kombi und das passende Netzteil wird mitgeliefert, obwohl wir hier nicht diese über 1000 Euro Preise haben. Also da kann man nicht meckern. Letzter Punkt, Einschränkung, Hauptkamera finde ich gut. Mhm. Es ist nicht beste, wo gibt oder spielt ganz, ganz, ganz oben mit. Aber die Hauptkamera ist brauchbar, liefert vernünftige Ergebnisse. Das führe ich jetzt nicht auf irgendeine Hasselblatt-Kooperation zu. Wieso denn nicht? Nein, weil wir nach wie vor bei Hasselblatt hauptsächlich den Namen haben, hauptsächlich die Tastenanpassung haben. Dieses Jahr haben sie, was haben sie da beim Pressebriefing 10.000 Mal erzählt? Wir haben jetzt hier die 10-Bit-Farbanpassung und mit Hasselblatt-Ingenieure haben wochenlang gearbeitet, um das hinzukriegen. Ja, nee, ist klar. Es sind schöne, du willst mich nur mit diesem Hasselblatt-Auslösetool killen. Ne? Das ist, naja, egal, man muss es, die Hasselblatt-Fans mögen es, alle anderen verstehen den Hype da nicht drum. Es ist wie bei vielen anderen OnePlus-Flagships über die Jahre gewesen, sehr gute Hauptkamera, HDR oder eine gute Hauptkamera, sehr gute HDR-Ergebnisse, ne? Spielt vernünftig, kann man sich drauf verlassen. Aber es ist nur das Lob für die Hauptkamera. Für die Weitwinkelkamera habe ich dieses Jahr nicht so viel Lob, Liebe. Die hatte ich beim letzten Mal. Was würdest du sagen? Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Nö, ich stimme dir da komplett zu. Aha. Wir sind ja jetzt bei den positiven Dingen. Ja. Ich mache noch meinen letzten positiven Punkt. Das ist wieder hier der Kombipunkt. IP8, eben nicht. USB-C 3.1. Ja. Das Wireless Charging habe ich ja auch schon angesprochen. 5G wird unterstützt. Dieses Update-Versprechen haben wir hier jetzt natürlich auch. Ich finde generell die Software ziemlich angenehm. Jupp. Und der Vibrationsmotor. Das heißt, hattest du ja schon das zusammen. Großer, dicker, fetter Pluspunkt. Jupp. Damit bin ich auch mit den positiven Dingen durch und dann wären wir bei neutral. Neutral. Habe ich jetzt Marketing-Hype drüber geschrieben. Ich konnte es beim Vibrationsmotor nicht richtig verstehen, was jetzt hier toll besser sein soll, so wie die das vorher gehypt haben. Dann auch die Sache wieder mit der Hasselblatt-Kooperation. Ich kriege die NAS nicht dran, was das soll. Die einen stehen drauf, die anderen nicht. Ich habe hier noch als neutralen Punkt reingeschrieben, dass wir diesmal leider keine blaue Farbe haben. Für dieses Ach komm, doch. Wir hatten das schon mal und normalerweise, da weiß ich beim letzten Mal, was war das? Xiaomi 6T irgendwas, eine Version hatten sie schon mal. Dann gab es das nur in grün und nicht in blau und jetzt stehst du hier und vor allem kriegst du die Farbe nur in der großen Version. Ich mag es, aber mir fehlt was Blaues. Das ist normalerweise für mich OnePlus. Ich habe schwarz, ich habe blau, dann habe ich jedes Jahr immer die Glückslotterie, ob sie es in matt oder in glänzend machen. Nein, das waren jetzt meine neutralen Punkte. Also das ist natürlich wirklich schwerwiegend. Also das habe ich gar nicht beachtet. Wenn ich das beachtet hätte, dass es keine blaue Farbe gibt, wäre dieses Gerät bei mir komplett durchgefallen. Spaß beiseite, ich habe natürlich auch noch so ein, zwei Punkte. Das eine ist wieder hier der Fingerabdrucksensor. Weißt du, weil die standen bei mir irgendwie immer mal für mit die besten In-Display-Fingerabdrucksensoren und das ist jetzt definitiv nicht mehr der Fall. Frontkamera hat er jetzt ein Upgrade bekommen, aber irgendwie merkt man halt, dass das der Nord 2-Sensor ist aus der Mittelklasse. Also ist halt immer noch nicht geil.
Und auch die, so toll die Hauptkamera ist, die Videoqualität kann da irgendwie wieder nicht so ganz mithalten. Habe ich überlegt, ob ich das zu Kontra zähle oder zu neutral. Aber da wir hier ja nicht von 1.200 €, sondern halt von 899 € sprechen, ist das bei mir, also das sind so meine Neutralpunkte. Ja, ich habe mir diesmal auch ein bisschen schwer getan, was Neutrales zu finden. Weil eigentlich ist es wieder so Zeug, was ich... Deswegen, ich bin jetzt eigentlich damit durch. Das hat man gemerkt. Ja, du fängst ja dann irgendwas zu überlegen und ja, muss ja was sagen. Ja, also genau, dann springt man mit der Farbe nicht beschäftigt. Ja, absolut, so viel genau, wenn man schon den nicht vorhandenen Einhandmodus nicht mehr kritisieren kann, ja, danke, muss man sich halt was anderes einfallen lassen. Ja, muss ja auch. Es war ein harter Kampf, den umzusetzen. Das hat man gemerkt, mein Lieber. So, dafür haue ich jetzt bei neutral drauf, bei negativ drauf. Es sind so Sachen, da kriege ich einfach den Föhn. Wie kann ich denn meinen neuen Pro eine IP-Zertifizierung machen? Jetzt bringe ich den Nachfolger raus und die IP-Zertifizierung fliegt raus. Wieso nicht? Natürlich stellt sich OnePlus wieder hin und sagt, wir haben sie gleich gebaut und zwinker, zwinker, wir haben uns die Kohle für die Zertifizierung gespart. Aber das, auf dem Preisniveau juckt das halt auch niemanden. Das kannst du ja dann auch nicht mehr bringen. Ich finde, die Weitwinkelkamera ist ein merklicher Rückschritt. Alter, wirklich deutlich. Also dieses Ganze, was sie da erzählen, mit, dass die jetzt so weitwinklig ist, das kann man ja überhaupt nicht nutzen, weil da sind so viel Randunschärfe mit dabei. Dann gibt es diesen Fisheye-Modus, der gefühlt überhaupt nichts bringt. Und das, was ihr dann nutzen könnt, diesen Ausschnitt, der da dann von der Software zusammengepackt wird, der ist eigentlich genauso wie letztes Jahr, nur qualitativ deutlich schlechter. Richtig. Das ist, ich verstehe es nicht. Letztes Jahr haben sie sich hingestellt, wir verstehen es natürlich, ne? Das ist jetzt BBK-Konzernpolitik. Genau. Das ist der einzige Grund. Letztes Jahr standen wir hier und haben gesagt, was willst du, 200 € günstiger, kriegst du fast das identische Gerät bei OnePlus. Wer Oppo kauft, ist blöd. Daraus haben sie gelernt und dieses Jahr war zwar jetzt etwas hart, aber ja, kommt aber schon eine, ja, also ne, um das jetzt auch mal prägnant auf den Punkt zu kriegen, und dieses Jahr haben sie daraus gelernt und das OnePlus 10 Pro musste deutlich federn lassen im Vergleich zum X5 Pro, was ja die gleichen Sensoren haben. Das haben sie nicht gemacht. Jetzt haben sie hier was geguckt, was kriegen wir aus dem Grabbeltisch? Ah, Samsung hat Chips, die müssen weg. Der Weitwinkel ist im Vergleich Grütze. Also muss man sagen, im Vergleich zur Kamera ist das eine Riesenenttäuschung. Und du kriegst das Gleiche, was bei dir beim 9 Pro erzählt wird. Die Leute wollen Weitwinkel. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, dass das identisch ist. Die Farbabstimmung, die Qualität und. Und ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, ist das alles wieder egal. Es wird nicht groß auf eingegangen. Aber wie kann ich denn dieses Produkt dann rausbringen? Und das finde ich halt sehr enttäuschend. Dann hätten sie es irgendwie komplett anders vermarkten müssen, aber nicht so tun, das ist das Gleiche wie es letztes Jahr, nur noch ein bisschen besser. Nee, das ist ein krasser Rückschritt. Entschuldigung, ich hätte mich echt auf. Das bringt es eigentlich echt ziemlich gut auf den Punkt. Also das mit der Kamera muss man einfach kritisieren, also mit dieser Weitwinkelkamera, und andere Dinge hast du ja auch schon angesprochen. Also das Display könnte natürlich noch heller sein. Da waren sie vor 2 Jahren auch ganz vorne mit dabei. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr der Fall. IP-Zertifizierung hatten wir ja auch schon. Der letzte Punkt bei mir ist dann wieder die Telesum-Linse, die halt wirklich einfach nichts taugt. Die taugt einfach nichts. Ja. Also die kann man bei viel Licht, kann man die schon verwenden, aber die stinkt ja sowas von ab, selbst im Vergleich zu der Weitwinkelkamera. Und da sind wir eigentlich auch schon fast beim Fazit angelangt. Ich muss sagen, bei mir, das, was du zu Beginn des Videos gesagt hast, T-Modell, das trifft es eigentlich ganz gut. Das wäre ein gutes T-Modell gewesen, sage ich jetzt mal. Wobei man da dann auch sagen könnte, wieso hat das dann eine schlechtere Weitwinkelkamera und so. Hat vielleicht irgendwas anderes in der Reihe. Aber jetzt fällt halt einfach auf, wie du sagst, gleicher Mutterkonzern, BBK. Wir haben letztes Jahr alle gesagt, hey, die pushen irgendwie Oppo viel zu wenig und kauft euch lieber das OnePlus. Haben sie zugehört. Jetzt müssen wir sagen, das Oppo ist das deutlich bessere Gerät, was auch nochmal deutlich mehr kostet. Da wäre es natürlich cool, wenn das OnePlus dann eine schöne, günstigere Alternative wäre. Was es aber nicht ist, wenn es ein OnePlus 9 Pro für 725 € gibt, also für 175 € weniger, und dass das bessere Gerät ist. Ich habe geguckt, Nummer 1, als das Gerät jetzt direkt rausgekommen ist, war der Vorgänger, das 9 Pro, auch noch bei OnePlus zu haben, für 100 € Rabatt. Das ist jetzt weg. Du kannst das, oder man kann das 9 Pro immer noch nach wie vor bei OnePlus kaufen. Für den gleichen Preis wie das 10 Pro. Nein. Doch, ich verstehe es nicht. Jetzt kommt es. Jetzt guckt man aber, normale Händler guckt sich rum. Und jetzt normale große Händlerpreise. Ich kriege das 9 Pro in der kleinen Version für 700 €. Das kleine kostet 900 € und das große 256 GB, 12 GB Version kostet 1.000er beim 10 Pro. Ja. Und im Markt kostet 800 € der Vorgänger. Natürlich habe ich den Snapdragon als Unterschied. Ich habe hier den Vorteil, der größere Akku und das 80 Watt Laden im Vergleich zu den 65 Watt kabelgebunden, was ich vorher hatte. Was man aber nicht merkt, weil der Akku kleiner ist. Ja, weiß total. Wir haben beim letzten Mal sowieso sonst wie Tralala gerufen, die sowieso. So. Aber dann habe ich hier diesen deutlichen Rückschritt bei der Weitwinkelkamera, Displayhelligkeit, so ein paar andere Sachen. Und man ist,
bei mir bleibt halt dieser bittere Beigeschmack, wieso bringt man dieses Geld raus, dafür hätte ich kein Update fahren müssen. Und dass ich dann konzernintern das eine pushe, indem ich nicht das eine Gerät einfach besser mache, sondern indem ich das andere Gerät willentlich schlechter mache, da sträubt sich bei mir alles gegen. Das nehme ich Ihnen auch so ein bisschen übel. Ja, haben Sie sich jetzt auch verdient, nachdem wir Sie die letzten zwei Jahre wirklich teilweise in den Himmel gelobt haben. Ja. Aber das hier, nochmal, es ist kein schlechtes Gerät. Und je nachdem, wie sich die Preise entwickeln, kann das in ein paar Monaten ganz anders aussehen. Wenn der Preis hier sinkt, wenn wir hier auch schnell auf dieses 750 Euro, 700er Niveau kommen, weil der Vorgänger, den wird es nicht mehr lang geben. Da brauchen wir ja nicht lange diskutieren. Aber aktuell ist das noch so der Fall. Dann sieht das wieder ganz anders aus. Aber für 899 Euro würde ich dieses Smartphone hier nicht kaufen. Nicht, weil es schlecht ist, aber weil es sogar schlechter ist als der eigene Vorgänger. Ja, ja, gut, da kann ich dann sagen, kriegst du ein bisschen weniger Update. Hast du nicht den Super-Duper-Prozessor? Um das vielleicht noch ein bisschen persönlich zu sagen. Wir haben hier Verarbeitung gelobt, wir haben das Display gelobt, wir haben Lautsprecher. Die Performance ist toll, die Bedienung ist ein super Erlebnis, die Hauptkamera ist gut. So, und bei dem Rest kann man ein bisschen sich weniger geben. Das, was uns aber zu Weißglut treibt, ist die Preispolitik oder die Konzernpolitik von BBK OnePlus und Oppo, die wir nicht nachvollziehen können und ein bisschen schade finden. Tut dem Gerät jetzt... Ja, und die Farbe. Das tut dem Gerät jetzt ein bisschen böse oder schadet ihm so ein bisschen. Das sagte ich auch eingangs. Es ist ein tolles Smartphone, aber es ist zu teuer für das, was es bietet. Im Vergleich zum Vorgänger hätte es eigentlich nicht rauskommen dürfen. Und dass es so beschnitten wird, nur um ein anderes Konzerngerät zu pushen, nehmen wir euch übel. So. Mal schauen, kann man ja jetzt alles noch regeln, wenn die Preise schnell sinken. Oder wenn ihr nächsten Monat das nächste OnePlus-Gerät rausbringt. Du meinst ein 10 Ultra quasi. Oder in 2 Monaten das nächste OnePlus-Smartphone rausbringt. Oder in 3 Monaten. Wir hören ja auch die Gerüchte. Wir wissen noch wirklich fest nichts. Aber OnePlus, wir müssen euch, wenn das wirklich so kommt, wie die Gerüchteküche tobt, dass wir dieses Jahr noch sehr viele Smartphones sehen, dann haben wir ein Problem, was eure Konzernpolitik angeht. Schauen wir mal. Mal schauen, was davon dann auch wirklich zu uns kommt. Genau. Xiaomi mal. Zwinker, Hinweis, Zaunfall. Ne, da regen wir uns ja auch in diesem auf. Sinne, es war jetzt schon ein langer Drehtag. Wir beenden das und eruieren dann nochmal, wie das mit der blauen Farbe aussieht. Also, ob es da nicht dann doch ich bin grumpy, weil es keine blaue Version gibt. Schauen wir mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.